Annemarie Eilfeld schießt gegen die SDS. Die Sängerin wird 2009 selbst durch die Gesangsshow bekannt. Sie belegt damals den 3. Platz. Heute ist sie aber kein großer Fan mehr. Ich gucke DSDS nicht. Ich kriege es nur immer wieder durch die Presse mit. Und immer, wenn ich was von DSDS höre, dann ist das meistens negativ. Das findet Annemarie schade. Denn eigentlich gehe es darum, jungen Talenten die Chance auf eine Karriere zu geben. Sie kritisiert, Musik und Gesang stehen aber nicht mehr im Fokus. Stattdessen geht es nur um Streit, Stress und negative Dinge. Deshalb fordert Annemarie: Wenn die sich alle einen Gefallen tun wollen, dann bitte einstampfen und irgendein anderes cooles Format rausbringen, wo dann auch mal wieder echte Talente sich zeigen können. Wer weiß, vielleicht ist ja nach dem DSDS-Ende tatsächlich Platz für eine neue Gesangsshow.